Hallo und herzlich willkommen YouTube, ich bin Sabotin und heute machen wir ein kleines Ranking, nämlich zu den Monstern, die Yugi Muto im Anime gespielt hat. Ich habe mir so ziemlich alle rausgesucht, die Yugi gespielt hat. Ich habe ein paar nicht mit reingenommen, weil ich kein schönes Bild gefunden habe oder das ein Anime-Only-Ding war und ja, die waren einfach nicht so relevant, dass ich mir dachte, okay, die nehme ich mit rein. Wir kommen einmal ganz kurz zu unseren Kategorien, in denen wir das ranken werden. Auf jeden Fall in den Kommentaren mitranken, wie ihr das sehen würdet. Hier sind meine Kategorien, Legenden. Also Karten, die so legendär sind, die auch Leute kennen, die jetzt vielleicht nicht Yu-Gi-Oh! Spielen oder einfach nicht im Thema drin sind. Dann haben wir einmal ikonisch, das sind Karten, die halt im Anime und für die Community sehr ikonisch sind. Dann haben wir Fan-Favorites, das heißt Favoriten, die halt Fans gut finden, für die auch Support immer wieder gedruckt wird, weil die halt Fan-Favorites sind. Oder für die sich Fans halt Support wünschen, also ziemlich cool. Dann haben wir wichtig, also Karten, die im Anime irgendwie wichtig gewesen sind, aber jetzt nicht wirklich so ein Hype im TCG hatten. Dann haben wir Karten, die gespielt wurden von Yugi. Aber das war es halt auch schon. Dann haben wir Filler-Karten, also Karten, die halt da waren, die gespielt wurden, also Monster, aber nicht wirklich relevant waren. Und Karten, wo ich mich frage, hat er die wirklich gespielt? Weil ich habe es gefunden, aber die Frage ist halt, hat er die wirklich gespielt? Alpha. Ich würde schon sagen, dass die Magnetkrieger wichtig waren, weil die sogar so wichtig waren, dass sie im letzten Duell so aufgetreten sind von Yugi versus Yami. Deswegen ist sie schon wichtig. Der Biberkrieger, der wurde gespielt. Ja, der war vor allem in Duellanten halt extrem häufig vertreten, aber sonst halt nichts. Dann haben wir Baphomet. Auch die ist irgendwie wichtig, weil Yugi hat damit öfter diese Fusionsplays gemacht, also vor allem Battle City mit der Chimera, da kommen wir gleich noch zu. Deswegen finde ich die schon irgendwie wichtig, aber jetzt nicht unbedingt so krass relevant. Beta kommt neben Alpha logischerweise auch zu Magiekriegern. Dann haben wir einmal hier Blocken, kommt zu Filler. Das war halt dieses Duell von Yugi versus Bakura, wo Yugi so ganz weirde Leo-Karten gespielt hat, also ganz komische Scheiße. Das gleiche trifft übrigens auch auf Blockmann zu, auch der wurde gespielt, weil Yugi da dieses Filler-Duell hatte mit Bakura. Nicht so krass. Dann haben wir den Blackluster Soldier, auf jeden Fall eine sehr ikonische Karte, aber nicht so ikonisch, dass ich die jetzt da oben einordnen würde, sondern es ist ein Fan-Favorite, die schon eine gewisse Ikone ist. Da gibt es ja auch den Blackluster Soldier in World of the Beginning. Der ist ikonischer quasi als das Ritualmonster, deswegen kommt der zu Fan-Favorites, weil das eine sehr coole Karte ist. Buster Blader auf jeden Fall auch zu Fan-Favorites, den mögen sehr, sehr viele, ist ein sehr cooles Monster auf jeden Fall, aber kommt nicht ganz in die ganz in ikonisch halt rein. Dann haben wir Katapultschildkröte, ja, die ist wichtig, denn es gibt einen coolen Moment in dieser Karte, sogar zwei coole Momente, und dafür ist auf jeden Fall wert, dass sie halt dann da ist. Er hat damit halt den Schwebering von der von dem Schloss zerstört, immer noch ganz wild. Dann haben wir einmal den Obnoxious Celtic Guardian, der wurde gespielt in diesem Filler-Arc. Aber den Celtic Guardian, den machen wir mal zu wichtig, denn das war eine der wichtigsten Monsterkarten von Yugi ganz am Anfang, obwohl die halt sehr schwach ist. Aber sie hat eine coole Optik, erinnert mich so ein bisschen an Link von Zelda. Ich glaube, das war so auch die Inspiration für das Monster-Design. Aber das war es eigentlich auch schon, also es ist eine Karte, die jetzt gespielt wurde. Dann haben wir Chimera, kommt zu Baphomet, zu wichtig. Denn auch die war Teil von seinen Combo-Plays, die halt im Battle City gemacht hat, also coole Sache. Dann haben wir Curse of Dragon, auch ein Fan-Favorite, ein sehr weirdes Design für einen Drachen, aber eine unglaublich beliebte Karte unter Fans, warum auch immer. Es ist halt ein cooles Design, aber ich verstehe es auch nicht ganz, aber coole Karte auf jeden Fall. Dann haben wir den Dark Magician, das kommt zu ikonisch, denn im TCG ist das halt sehr ikonisch, aber ich glaube nicht, dass außerhalb von Yu-Gi-Oh! Jeder den Dark Magician kennt. Und ich glaube, darum sollte es bei den Legenden halt gehen, dass hier wirklich jeder kennt, der wirklich auch mit Yu-Gi-Oh! Gar nichts zu tun hat. Dann haben wir den Dark Sage, der kommt zu Filler-Karten. Denn ja, der war halt nur dafür drin, für dieses eine Duell und Magician of Chaos, Black Chaos, oh mein Gott, Fan-Favorite. Das Design von diesem Monster ist halt so cool und deshalb gehört er auf jeden Fall auch hier hin. Dann haben wir Drachen-Champion, der kommt hier zu wichtig, weil der wurde halt für die Kombos halt benutzt, vor allem halt Königreich der Duellanten, war der halt ganz hilfreich. Dann haben wir Mystische Elfe, ihr habt die gut gespielt, relevant war sie halt nie, aber die wurde halt gespielt. Dann haben wir Exodia, ja, wo kommt Exodia hin? Exodia ist halt Legendary. Ich meine, so eine Karte in der ersten Folge zu droppen, von einem Anime, der sich um Kartenspiele dreht, wo es darum geht, den Gegner zu besiegen, und du hast eine Karte, die sagt einfach, gewinne das Spiel. Besser geht's eigentlich nicht, deswegen kommt ihr auch zu den Legenden. Ich glaube, dass Exodia auch wirklich viele Leute kennen, die mit Yu-Gi-Oh! Gar nichts im Hut haben. Ja, der wilde Kobold. Witzigerweise, den Blackland Fire Dragon kenne ich noch, weil das die erste Karte war, die Yugi jemals aktiviert hat. Aber der kommt halt zu Fehler, weil das war nur eine Monsterkarte, damit halt erklärt, wie das Spiel funktioniert. Dann haben wir Gaia. Gaia kommt zu Curse of Dragon. Haben wir mal den hier vorne hin. Die beiden sind halt Fan-Favorites. Auch nichts zu sagen. Dann haben wir Gamma. Kommt zu den anderen Magiekriegern. Auf jeden Fall eine wichtige Karte für Yugi im Duell gewesen. Dann haben wir Gandora.
Ja, der wurde gespielt von Yugi. Coole Karte, aber krass war die jetzt auch nicht. Dann haben wir den Big Shield Gardner. Ich würde auch sagen, dass er zu wichtig ist, weil es war halt ein extrem krasses Monster. In Death Sitzen mit 2600 Death war schon echt strong und er hat halt im Anhieb halt keinen negativen Effekt gehabt. Das war einfach ein normales Monster. Was also ziemlich gut ist. Gazelle kommt genau wie Baphomet zu wichtig, denn die wurde gespielt. Wir werden diese Kategorie, die seht ihr, ist ganz schön groß. Wir gucken noch weiter. Beast of Glypher. Dann Green Gadget wurde gespielt. Die hat noch ein paar Applikationen vom Yugi, aber das war eher so, ja, die sind gespielt worden. Ganz cool. War es eigentlich schon. Griffor kommt zu Fillerkarten. Die wurde gespielt, aber war halt unnötig. Mammutfriedhof kommt auch so, wurde gespielt. Die hat zwar diesen einen Moment gehabt mit dem König der Tyrannen, mit Kaiba, mit dem Fusionieren und so, aber wirklich wichtig war die jetzt nicht. Der Hornkobold, ja, der ist auch eine Fillerkarte, halt irgendein Monster gewesen. Dann haben wir die ganzen Knights hier. Die kommen auch zu wichtig. Ne? Jack Knight, Kings Knight und Queen kommt auch noch. Wo ist sie? Als Queen. Kommt auch dazu. Die gehören alles zu wichtig. Das war's aber auch schon. Dann Kumadori-Drache. Keine Ahnung, ob die jemals gespielt hat. Es war zumindest angezeigt, aber kein Plan. Kuribo ist auf jeden Fall ein Fan-Favorite. Packe ich mal hier unten hin. Mögen viele Fans aus dem Anime, weil coole Karte auf jeden Fall. Dann Lady Debug. Nein, das ist nicht so Mangraid, den vierschädigen Marienkäfer hier. Ja, der kommt halt zu hier unten. Ich habe keine Ahnung, wie er überhaupt gespielt hat. Dann haben wir Left Leg, Left Arm, Right Leg und Right Arm. Das sind halt ikonische Karten, weil sie halt so dumm sind, dass sie halt diese fünf Teile halt davon haben. Aber er ist halt trotzdem sehr ikonisch. Dann haben wir Lengard, Gameplan. Haben wir Dark Magician Girl. Ikonischer geht's halt fast gar nicht mehr. Auf jeden Fall ziemlich cool. Dann haben wir Marshmallow, da kommt so Fan-Favorite. Viele mögen den, ich persönlich bin auch Fan. Ist eine coole Karte. Da haben wir den Drachenmeister-Ritter. Ich würde nicht sagen, dass er ikonisch ist, aber es ist halt schon Fan-Favorite. Eine Fusion aus dem Ultra-Drachen und dem BLS. Das ist schon strong. Ich packe den mal ganz hier vorne hin, weil das ist schon krass, ne? Da haben wir Obelisk, die ägyptischen Götterkarten. Ich glaube, dass die tatsächlich mehr Leute kennen als die anderen Karten neben Exodia. Dann haben wir Vindictive Magician. Ja, okay, cool. Dann haben wir den Dark Paladin, auch der Fan-Favorite auf jeden Fall. Und sehr ikonisch, dieser Moment in Battle City, wo er damit Kaiba zerstört hat. Ist, glaube ich, eine sehr ikonische Szene, die man vielleicht auch kennen sollte und kann. Dann haben wir einen zweiten Gott, das ist Ra, auch Legende. Dann haben wir den roten Apparat, der kommt jetzt zu dem grünen. Dann haben wir Root Kaiser. Ich verbinde ihn mal irgendwie mit Kaiba, ich weiß nicht warum, aber irgendwie verbinde ich mit Kaiba. Deshalb, Gameplan, die gespielt hat. Dann Sangan. Kommt zu Filler-Karten, weil der den Effekt irgendwie nie benutzt hat, wenn er das gespielt hat. Also da kommt auf jeden Fall hin. Dann Silverfang kommt auch zu hier. Wurde gespielt. Ja, okay, cool. Skilled Admission. Könnte mich daran erinnern, dass er ihn respawnt hat. Deswegen hier unten. Da haben wir den Black Skull Dragon. Der kommt auch zu Fan-Favorites. Ein unglaublich cooles Monster. Auf jeden Fall auch sehr beliebt. Den Summon Skull. Der kommt direkt hier oben zu ikonisch. Denn der hätte eigentlich Yugis Bossmonster sein sollen, denn die Karte ist halt sau cool und noch viel besser als der Dark Magician. Also auf jeden Fall da sehr ikonisch. Und der deutsche Name, Beauftragte der Dämonen, ist halt auch mal viel cooler als Beschworener Totenkopf. Dann haben wir Slifer, kommen auch zu legendär. Wollte ich nicht erklären, warum. Dann Battlesteer, Gameplan. Haben wir den Stone Soldier. Ja, der wurde auch gespielt, coole Karte. Swift Gaia. Filler, das war halt dieser Filler-Arc da, keine Ahnung. Dann Torike, ja, hat er gespielt, habe ich auch gehört, mehr weiß ich auch nicht davon. Die elektromagnetische Schildkröte, ich würde auch sagen, dass die gespielt wurde, aber das war doch schon. Haben wir Valkyrion, ja, der gehört halt irgendwie zu dem mit dazu. Jetzt halt hier das Bild halt raus, aber scheiß drauf. Dann Deathwolfskull, könnte mich nicht erinnern, dass die ihn gespielt hat. Vatapon ist ein Fan-Favorite, warum auch immer, aber die Karte ist halt so cute. Der Drache hier, ja, der ist gut gespielt, ja, ja, okay, cool. Die Witch, ich kann mich nicht erinnern, dass sie die überhaupt beschworen hat, kein Plan. Dann haben wir ja den Yellow Gadget, auch der wurde gespielt, kommt auch hier hin, zack, auch dann ist das hier raus, nice. Und den Zombie-Krieger, ja, auch der wurde offensichtlich gespielt, aber kein Plan. Ja, das ist meine Tierliste zu Yugis Monstern, was sagt ihr dazu, lasst es mir in den Kommentaren da. Und auf jeden Fall mal cool darüber zu sprechen, wie cool Yugis Karten sind. Wenn ihr diese Tierliste selber machen wollt, unten in der Videobeschreibung ist der Link zu der Tierliste. Viel Spaß damit, dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin und rein. Ciao, Leute.